Ja, liebe Leute, die Mt. Gox-Geschichte, die hat den Markt süße 2000 Dollarkes über die letzten Tage nach unten befördert. Der große Schrecken war das jetzt ehrlich gesagt nicht. Anmerken muss man trotzdem, die sind ja auch noch nicht verkauft. Das bedeutet, das vorherige Video steht weiterhin valide als Warnung, ja, für die Zukunft. Es ist nämlich nicht so, dass das Ereignis jetzt überstanden ist und es wäre durch dieses Ereignis nichts passiert. Dieses Ereignis hat noch gar nicht stattgefunden. Das kommt über die nächsten 1, 2, vielleicht 3 Wochen. Dieses Ereignis steht uns noch bevor. Bitte dran denken. Das vorherige Video könnt ihr also weiterhin als absolut gültige Warnung für die Zukunft betrachten. Eigentlich auch ohne Wenn und Aber. 9 Milliarden Dollar, um die es da geht. Wo wir aber differenzieren müssen, dazu kommen wir gleich noch ein bisschen näher. Dafür scheint jetzt die Stimmung wieder zu katapultieren, weil es plötzlich einige Stimmen gibt, liebe Freunde, dass mit der dann jetzt doch sehr wahrscheinlichen nächsten Präsidentschaft Donald Trumps Bitcoin zu einer Art Reservewährung gemacht werden könnte. Das ist tatsächlich so irgendwie im Umlauf. Ob das eine Kampagne ist, um nochmal auf ganz Nummer sicher zu gehen, dass er gewinnt oder ob er jetzt echt Bock darauf hat, sei mal dahingestellt, liebe Freunde. Wir sollten nicht vergessen, er war nämlich schon mal Präsident der USA, falls das irgendjemand nicht mitbekommen hat. Und kryptofreundlich war der, ja, so gar nicht, würde ich sagen. Bitcoin hat er damals als Blase und als Krebsgeschwür bezeichnet, was es zu beseitigen und zu bekämpfen gilt. Also ja, ich weiß jetzt nicht so. Trotzdem spricht man jetzt gerade, wie gesagt, vom Trump-Effekt, der den Markt einfach so, vor allem seit dem Attentat auf Donald Trump, extrem pusht. Führen wir dann, denke ich, einfach mal darauf zurück, dass das in den USA ein historisch, wenn nicht hysterischer Moment für die Geschichtsbücher war. Also im Prinzip, mehr Dramatik geht ja eigentlich wirklich nicht bei so einem versuchten Mordattentat auf Donald Trump, auf so eine schillernde Persönlichkeit. Generell bringen ja solche politischen Szenarien immer Bewegung in die Märkte, das kennt man, aber in dem Fall ganz, ganz, ganz besonders. Wir können den Pump ja wirklich exakt auf den Moment des Attentats und dem gleichzeitigen Überleben von Donald Trump zurückführen. Und ganz klar, darf man nicht unerwähnt lassen, Trump hat derbe Aussagen zu Krypto getroffen in jüngster Vergangenheit. Also positiv derbe Aussagen. Ja? Das ist ja jetzt sozusagen einfach so was wie der Krypto und der Tech, der Fintech-Präsident. Ja? Aussagen wie, ich will, dass die Zukunft von Krypto in der USA stattfindet. Wir werden nicht zulassen, dass jemand anderes vor uns in Sachen Krypto-Innovation steht. Und Bitcoin soll in den USA gemacht werden. Und jetzt eben das Gerede darüber, Bitcoin in den USA bei einem Sieg Trumps zu einer offiziellen Reservewährung eventuell machen zu wollen. Das schwebt irgendwie in der Luft, ja. Und bei dem mächtigsten Land der Welt würde das den Kurs unfassbar gen Himmel katapultieren. Kurse nennen wir da jetzt nicht, weil kaum auszumalen, was dann abgeht. Vielleicht auch gar nicht so viel, aber deswegen sage ich, wir können da jetzt gerade keinen Kurs nennen. Aber das heißt, alles, was in Bezug auf Donald Trump passiert, solange er nicht erschossen wird und von uns geht, ja, Gott behüte, ist maximal bullisch für Krypto und auch für Tech etc. Was noch dazu kommt, bullisches Aufnehmen des Marktes. Donald Trump hat offiziell J.D. Vance zu seinem Vize erklärt, liebe Freunde. Und da weiß man, der Mann ist maximal rechtskonservativ, der will überhaupt ja nichts mit linker Woker Scheiße zu tun haben. Und das Beste, maximaler Krypto-Enthusiast. Seine zweitgrößte Position im persönlichen Portfolio ist tatsächlich Bitcoin. Klingt gut, liebe Freunde, sage ich euch ganz ehrlich. Mr. Vance hat sich auch jüngst schon zu dem Unfug geäußert, der hier in Deutschland passiert. Zitat, lächerliche grüne Energiepolitik hat er es genannt. Lassen wir, glaube ich, denke ich, alle so stehen, die hier auf dem Kanal sind. Wir sind ja so ein paar Schwurbler, wisst ihr, liebe Freunde. Lasst uns über mögliche und wahrscheinliche Szenarien sprechen, die uns die Charts von heute geben. Ihr seht die übergeordnete Supportzone unter dem absoluten Top, also in blau markiert, wo Alltime High war, mehr als nur ein paar Mal valide gewesen. Die sehen wir hier wieder in völliger Aktion, mehrmals Support nach dem Alltime High und nun auch bestätigt mehrmals als Widerstand nach dem sogenannten Crash, einmonatige Downphase. Liegt auch irgendwo jetzt am relative Stärke-Index, wie wir sehen, liebe Freunde, der bei dem großen Anstieg jetzt natürlich an seine Grenzen kommt. Bei dem bullischen Umfeld, was wir gerade aber haben mit Trump und etc. pp., ist es sehr wahrscheinlich, dass Bitcoin nur kurz abkühlt. Und in dieser Bewegung sind wir schon drin und die könnte jetzt mit der ersten grünen Kerze schon wieder vorbei sein. Den Beginn davon beobachten wir, wie gesagt. Und dann könnte er gut und gerne über den Widerstand, wie gesagt, wir sprechen von der blauen Zone, wo der Kurs jetzt gerade ist, gerne wieder herausbrechen. Was von hier an aber das Worst-Worst-Case im aktuellen Szenario für mich ist, ist die unfassbare Supportzone in Gelb bei rund 56.000, 57.000 Dollar. Jetzt gerade sehe ich tatsächlich keinerlei Szenario, dass wir so viel Negativmomentum aufbauen würden, um da drunter zu gehen, ne?
Auch nicht mit Mt. Gox übrigerweise. Also die Mt. Gox-Veräußerungen sind potenziell gefährlich. Ja, darauf haben wir hingewiesen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass alles auf einmal verkauft wird von den Gläubigern, die ist dann doch eben schon sehr, sehr, sehr gering. Also schaffen wir es vor der Trump-Präsidentschaft nochmal runter auf 56, 57, dann kaufen, Leute. Bitcoin kaufen oder eure Longs positionieren oder eure Trades in welcher Hinsicht auch immer platzieren oder was auch immer ihr davor habt. Aber das ist sowas wie der aktuelle Last Call, liebe Freunde. Ich persönlich hoffe natürlich, wir sehen das nochmal. Aber es muss auch nicht passieren. Das ist ganz klar. Keiner von uns hat eine Glaskugel und kann hier alles 1A predikten. 63.000, 62.000 ist mittlerweile auch schon eine gute Supportzone, die ich noch gar nicht eingezeichnet habe. Hier, die seht ihr nicht deswegen. Aber da könnte auch schon wieder ein Wendepunkt warten. Es muss also gar nicht sein, dass wir runterkommen auf 57.000 und wenn, dann wäre das wirklich das aktuelle Worst-Case-Szenario, wo wirklich der Zeitpunkt ist, Kauforders zu setzen oder was auch immer. Das neue All-Time-High zu brechen, ist aber wirklich nicht mehr so weit weg. Da reichen jetzt im Grunde 2 bis 3 krasse News aus den USA, ohne irgendwelche Negativbeeinflusser. Und dann kommt da ein dickes Movement, eigentlich genau wie wir es jetzt hier von 56 auf 57 gesehen haben, also wo wir über den Breakout gegangen sind, wo wir den Downtrend durchbrochen haben. Und das scheint auf jeden Fall nicht so weit weg. Die nächsten Wochen, die wird es aber maßgeblich entscheiden dafür, was jetzt passieren wird, liebe Freunde. Werden die Mt. Gox-Bestände unklug abverkauft, dann sehen wir potenziell einen Bitcoin in Richtung 63.000 anfänglich. Wenn da der Support nicht hält, ja, dann wären es im Worst Case 57. Die wären auf jeden Fall drin. Absorbiert der Markt das aber, weil die Mt. Gox-Gläubiger vielleicht irgendwelche Auflagen haben, wie sie zu verkaufen haben, dann wird das häppchenweise passieren und da und da und da und nicht alles auf einmal, dann dürften wir spätestens bei 63 tatsächlich sofort wieder bullisch werden. Das ist das, was wir heute dazu zu sagen haben, liebe Freunde, das heutige Marktsegment. Eure Erwartung für Bitcoin natürlich in die Kommentare und ich sag ja, kurze Videos sind besser als lange Videos. Alle, die neu da sind, natürlich gerne einmal unten abonnieren. Teil der besten Gang werden. Das ist nämlich die Krypto-Gang. Das haben Kryptografiewissenschaftler aus Stanford herausgefunden. Und dann würde ich sagen, sind wir bedient. Es ist unglaublich schönes Wetter heute und wir meckern alle, dass wir keinen Sommer in Deutschland haben. Deswegen verschwendet eure Zeit heute nicht mit langen Videos gucken. Hier habt ihr jetzt ein halbwegs kurzes Video und jetzt geht raus in die Sonne am See oder was weiß ich, was ihr macht. Ich mach das jetzt, schneid das jetzt, lad das hoch und dann bin ich sowas von weg. Übrigens, kleine Ankündigung, sorry, jetzt wird es doch noch ein bisschen länger. Ich fahre morgen nach, also Sonntag 5 Uhr fahre ich nach Warschau, nach Polen und ich weiß nicht, ob von da ein Video kommt. Ich bin da aber nur 3 Tage, also spätestens bin ich am Donnerstag wieder da und mache ein Video. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, mache ich aber auch mit, ich nehme mein iPad und so mit, aber dann nur mit iPad, mindere Qualität, mache ich dann aus Polen, aus Warschau ein Video. Genau, wisst ihr Bescheid, ich bin weg, schönen Tag euch gewünscht. Wir sehen uns spätestens Donnerstag oder vielleicht auch davor. Reingehauen!